Alter, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Vlog. Ihr seht heute die Highlights vom Spiel gegen Chemie Adlershof. Viele waren natürlich nicht da, Eli und so, wir waren natürlich bei der Streamwoche. Willi meint auch, dass er uns viel Glückwunsch für Willi kurz. Willi auch. Ja, Willi kann auch nicht, ist auch. Ja, das ist auch da. Maike ein bisschen angeschlagen, Bilo und Briggs. Ali ausnahmsweise verletzt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Lasst gerne ein Like da. Und ja, wir hören jetzt bestimmt Andi im Interview auf dem Platz. Ja, so Platz ist gut. Lara! Servus! Wo ist denn dein Mann? Ach, da hinten. Ihr baut ja auf, Mensch. Ich bin schon ein Weilchen hier. Schön, dass ihr auch da seid. Freut mich. Ja, ich hatte Hunger. Ich muss mir was zu essen. Ach ja, naja, das muss man natürlich machen. Das ist wichtig. Sonst habe ich schlechte Laune. Oh, das wollen wir nicht, dass du schlechte Laune hier auf dem Platz hast. Ja. Schön, dass ihr auch da seid. Wie viel Grad haben wir es denn? Jetzt, wenn der Wind so ist, finde ich es gar nicht so schlimm. Da war es heute Morgen bei der Freizeitligamannschaft anspruchsvoller. Also da hat das wärmer gewirkt. Da haben wir heute schon 5-1 gewonnen übrigens. Ansonsten, also der Wind macht es eigentlich recht angenehm. Der Platz ist schön groß. Der Zustand des Platzes ist auch okay. Gegner ist schon wieder voll da und motiviert. Wir pfeifen ein bisschen kadermäßig auf dem letzten Loch. Also ich glaube, ich hätte auch niemand weiteres nominieren können. Also sind alle da, die heute können. Viele Verletzte, krank, Streaming. Der Gegner war der einzige, glaube ich, in dieser Saison, der in einem Pflichtspiel zur Halbzeit gegen uns geführt hat. Die haben 1-0 zur Halbzeit im Hinspiel geführt. Am Ende haben wir 3-1 gewonnen. Also müssen wir konzentriert zu Werke gehen. So, heute mal aus einer anderen Perspektive. Die Jungs machen Pulle noch ein bisschen vorm Spiel, um ein bisschen reinzukommen. Spielform, haben sich ganz gut warm gemacht bisher. Gegner, wie gesagt, auch zahlreich da. Platz ist gut, eigentlich beste Voraussetzung für ein gutes Spiel. Dennis, haben die Jungs sich gut warm gemacht? Haben sich gut bei der Sache. Pulle ist gerade sehr intensiv. Sehr gut, Jungs. Ja, alle Voraussetzungen sind heute erfüllt. Gibt keine schlechten Vorzeichen, die irgendwie ein gutes Spiel von uns verhindern könnten. Auch rechtfertigst, musst du gucken, ja, dass du von links halt dann reinziehen, das was du gegen links gemacht hast, gegen Alemannia, dass du halt von links reinziehst und damit rechts raufhaust, defensiv ist erstmal Trumpf, ja, und dass du ordentlich arbeitest, okay? Und eine Sache noch, versuchen an der einen oder anderen Aktion weniger an die Dribblings zu gehen, weil ich glaube, du bringst dich in eine bessere Position, wenn du einen Doppelpass einfach nur spielst. Einfaches Dreieck. Zum Ende hin, bevor es dann reingeht in die Kabine, immer ab und zu mal den Gegner angucken, wie die so ihre Sachen machen. Das wäre es ja gewesen, wenn Timo sich gleich noch hier bei der Aktion verletzt oder so. Das war böse auch. Naja, kannst auch ordentlich hängen bleiben, ne? Heute ist es schon mein zweites Spiel. Ja, ich habe heute schon bei der Freizeitligamannschaft geguckt und die haben 5-1 gewonnen. Haben die Jungs gut gemacht, dann ohne die Jungs würden wir nicht weiterspielen können. Also da muss man auch immer ein bisschen den Respekt zollen, dass sie das ordentlich durchziehen. Und seitdem ich Trainer mache, haben wir nicht verloren. Schon mein Thema, ich möchte heute hier auch nicht verlieren. Ja, der Gegner ist wieder top motiviert und das war in der Hinrunde der einzige Gegner, der zur Halbzeit 1-2 gegen uns geführt hat. Also die sind, ich habe so beim Schießen gesehen, bald habe ich die Saison auch schon schlechtere Gegner gesehen, also das war alles in Ordnung. Durchwachsene Mannschaft, die meisten relativ jung, die meisten sind auch hier mit Shirts von Eli und Sid angekommen. Die beiden sind halt heute leider nicht dabei, haben es nicht gesehen. Ist halt dann so, aber ich möchte, dass wir fokussiert dann zu Werke gehen, ja. Also wirklich konzentriert rangehen und die letzten beiden Spiele, wir haben diese Woche jetzt heute gegen Chemie und nächste Woche übernächste Woche spielen wir gegen Sperber Neukölln, dass wir da auch nochmal die 3 Punkte jeweils holen und dann mit weißer Weste einfach aufsteigen. Das muss unser Anspruch sein. Für jeden Einzelnen, auch wenn heute, also ich glaube, ich hätte glaube ich niemanden mehr nominieren können, also es sind wirklich alle da, die heute hätten spielen können und fehlen natürlich ein paar gute, aber die Leute, die da sind, die wollen alle spielen, also möchte ich auch, dass ihr das ordentlich zeigt, was ihr drauf habt. Ja, nicht, dass ich dann irgendwie, dass ich dann in Verhandlungen gehen muss, dass wir neue Spieler brauchen, weil ich bin der Meinung, dass ihr genug Qualität habt, egal wer, auch wenn es jetzt Nummer 16 heute ist und der Letzte, der eingewechselt wird, der könnte genauso gut in einer anderen Kreisliga-10-Mannschaft Stamm spielen. Ja? Also das müsst ihr euch, so müsst ihr auch auftreten, alle mal schön selbstbewusst rangehen an die Sache. Mannschaftsausstellung, Wiesel im Tor. Wiesel, hätte ich auch nicht gedacht, dass du am Ende der Saison so viele Spiele hintereinander machst. Ja, das gibt's ja auch nicht. Ne? Wiesel im Tor, machen wir heute Innenverteidigung, stellen wir ein bisschen um, wir machen Innenverteidigung, Dada und Koro. Außenverteidiger, Ogün und Dennis. Sechser, defensiv spielt Timur. Das kannst du ja sehr gut, das ist da genau deine Position, offensiv ein bisschen Spiel antreiben mehr. Soll Julius machen, linkes Mittelfeld ist Jonas, rechtes Mittelfeld haben wir Abdul, Jeff spielt 10 und vorne im Sturm ist Dori. So fangen wir an.
Tomadori in der eigenen Hälfte. Oh, aber da darf kein. Timo, rück mal rein! Timo, rein, rücken für Koro! Gut, Dori, gut gelöst. Linie. Drehen. Gut. Zweiter Ballverlust, geht nicht. Das war ein Foul. Das war ein Foul, hat man gehört. Aber ins Dribbling brauchen wir hier auch bei den Platzverhältnissen und Gegner nicht zu gehen. Ja, weil ab und zu tippelt der Ball halt doch hoch. Ne? Mhm. Die nehmen Abdul bisher auch gar nicht rein. Wenig. Also die Bälle von Julius, die waren halt alle zu lang gewesen. Weiter geht's, ruhiger, redet miteinander. Hast Zeit, Maike. Hat er halt richtig Zeit gehabt. Ne? Ja, aber sagt die noch keiner. Ja, klar. Ich hab die anderen, wenn jetzt nicht. Boah, guck mal, hier ist keiner von uns mit vorne. Ne? Also da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Grüne und nur zwei von uns. Also, mir gefällt der Platz. Ist eigentlich gut. Ja. Ich mag auch die Größe eigentlich. Kannst du schön das Spiel breit machen. Wir haben sie bisher noch nicht so richtig gut genutzt. Ja. Oh. Weiter geht's, Jonas, umdrehen, rückwärts, raus da! Redet, Jungs. War letzte Woche bei Victoria war ein Traum gewesen. Ein Traum. Vor allem die zweite Halbzeit. Gut, aber was? So, Dennis hat gerade gesagt, Viertelstunde gespielt. Und was haben wir gehabt? Eine gute Torchance von Dori. Genau. Und Pfostenschuss von. Und was haben wir noch gehabt? Ich glaube, Jonas hätte auch ein Tor schießen können, wenn er nicht ausgerutscht wäre. Gut, Ogün. Oh, komm hinterher, Jonas. Hinterher, wo bin ich? Gut, Jonas. Ist okay, war richtig, Jonas. Jonas, ein bisschen reinschieben in die Mitte. Du bist zu weit außen. Starker Ball. Der hebt immer die Fahne da auf. Guter Ball, Maike. War gut. Guter Versuch. Warum setzt man so Flügel nicht ein? Guter Ball. Aber guter Ball von der Stecker von Dori. Ja. Ja, die holen sich alle hinten die Bälle ab. Naja, liegt dann daran, wenn die Bälle von der Defensive nicht auf die 6 kommen. Ja. Keiner da. Dori rein. Auch zu gut. Schön. Gut. Aber er hat mit links geschossen. Der war unnötig. Ja, das meine ich ja. Und er war halt auch schon in der Hälfte des Gegners gewesen und dann den langen Ball spielen. Komm, Ogün, nicht die Innenseite anbieten. Gut, Ogün. Gut, Ogün. Hintermann, Hintermann. Gut, Jonas. Das hat Jonas mal gut gemacht. Das Mal hat wehgetan, oder? Schießen. Mann, schießen. Oh, Mist. Aber warum wollte er sich auf den rechten? Anstatt einfach probieren, mit links reinzuspitzeln, weil mit links war ja der Ball da gewesen. Ja. Und mach auf den Ball. Er kommt damit ja. Okay. Kickt er den noch? Ja, schön. Eckball, erste Ecke, endlich mal was. Julius Nüssle geht zum Eckball. Er ist ein bisschen aggressiv gerade, deswegen, der muss jetzt gut kommen. Er bringt ihn meistens immer auf zwei. Auf Koro. Der muss auf Koro. Koro kann köpfen. Ja, guter Ball. Oh, er wollte eindrehen, Nüssle. Der Wiese war schon gut, ne? Ja, gut geklärt vom Timo. Na los, Julius. Guter Stecker. Das ist jetzt ein Tor, bitte. Ja, wie schön rausgespielt. Wie schön. Hier. Sehr schön. Sehr gut. Die Nistel ist wieder. Was hast du denn da gemacht? Die Nistel ist in Kombination. So ein auf Schuklern. Okay. Wie fandest du das Tor? Da war endlich mal Qualität auf dem Feld, nicht so wie wenn du spielst. Guter Angriff, schöner, aber schneller Ball von Julius auf Abdul. Abdul hat sich mit seiner Schnelligkeit durchgesetzt und dann eingespitzelt. In der Mitte war noch Jeff mitgelaufen. Hätte auch quer spielen können, aber hat Abdul gut gemacht, nachdem er ein, zwei Mal hätte mit links schießen können und nicht geschossen hat. 1-0 Führung, hoch verdient. Gegner steht bisher nur. Erstmal hier schön mit Timo Doppelpack, Wrestler. Hier ist es wieder geklärt. Guter Kontakt da, Jonas. Komm, schieß mal. Schieß mal, Jeff. Gut.
Boah. Schade, Jungs. So spielt kein Aufsteiger. Lass uns aber ruhig angehen, finde ich. Weißt du, wir wollen ja auch nicht mehr. Wir machen das so. Ich habe das Gefühl, unsere Jungs sind müde. Ich weiß nicht, was los ist. Zu viel Training haben die. Ja. Wir hatten die Woche nur einmal. Ich finde Ogun auch richtiger Wadenbeißer. Wa? Marv, was sagst du? Sag mal deinen Kommentar dazu. Richtiger Wadenbeißer. Oh, Dori! Stark, Dori. Oh, gut dabei jetzt. Komm, Junge, komm, Jonas. Oh, Dicker, wie gehen die denn noch? Gibt der Salz oder was? Gibt der Salz? Darum geht's, aber guck mal, wie die liegen ja schon unten, Alter, bevor er überhaupt reinkommt. Sag mal, Andi, warte. Weil er. Star! Stalion! Schön! Ja? Ganz stark. Oh! Ah, Dennis geht. Wow. Guter Beiß. Sehr gut, Junge. Ah, guter Beiß. Guter Beiß. Guter Beiß. Ja! Ja! Geil, Junge, Alter. Geiles Ding. Hä? Oder zeigt er wieder abseits? Hat er stark gemacht. Sehr stark. Dennis runtergelaufen. Super Spielzug. Reingesteckt, Dori. Das war ein super Spielzug. Für uns, ich würde sagen, hochverdient. Hätte auch ein, zwei Tore höher ausfallen können. Das zweite Tor war wunderschön rausgespielt, schön über die Außen. Gegner steht sehr tief, gelegentlich mal ein Konter. Aber bis jetzt machen wir ein ganz gutes Spiel. Erste Halbzeit ist jetzt eigentlich soweit. Ne? 2-0 Halbzeitführung, würde ich sagen, hochverdient. Also die haben ja nicht eine Torschance eigentlich gehabt. Die eine Ecke, die Wiesel da ein bisschen unterschätzt hat. Aber das war so das Einzige gewesen. Ansonsten steht ihr defensiv, steht ihr gut. Grätscht in den Situationen, wo ihr grätschen müsst. Weil Grätschen ist ja eigentlich immer ein Zeichen, dass wir vorher was falsch gemacht haben, wenn wir zum Grätschen kommen. Aber ihr macht es halt gut. Genau in den Situationen, wo wir runtergehen müssen, geht er runter. 2-0, geiles Tor. Nicht, dass der Dori da einen Fallrückzieher gemacht hat, sondern es war einfach super rausgespielt. Das war die Linie schön runtergegangen, der Ball im richtigen Moment gespielt, ohne lange Fackeln den Ball in die Mitte reingespielt. Das war wie im Training. So wie wir das halt im Training auch oft üben, na, das sind ja ganz einfache Spielzüge und die hatten wir, so wie es eben selber auch gesagt hat, hätten wir ja schon ein paar Mal öfter heute haben können. Da fehlte dann der letzte Querpass, war Abdul zwei, drei Mal, wenn du mit links, nimm die Pike. Hier, Pike ist das, nimm das. Ich dir schon bei Schöneberg immer gesagt, ne? Ja. Und wenn du es nutzt, geht rein. Ich wollte das zu Jonas spielen. Ja, aber Jonas, den wollen immer alle gut aussehen lassen. War ja richtig. Einmal hast du es gemacht, dass du reingezogen bist, konntest raufziehen, raufschießen. Was bei dir oftmals ist, ist dieses Loslaufen, bevor der Ball gespielt. Also du musst den Dori hat ganz auf den Ball und er will ihn dir in die Gasse stecken, damit du in den Strafraum rein und du klebst zu sehr. Das ist ja nicht nur bei dir so, sondern es ist ganz oft, dass unsere Außenspieler an der Außenlinie kleben. Wenn du vorher schon diesen Weg anfängst, Tempo aufzunehmen und reinzukacken, dann spielt er den perfekt darunter. So, Dennis, das Tor, Eigentor. Guter Ballgewinn gewesen an der Mittellinie, dann schnell nach vorne gespielt und Abdul hätte ihn auch so machen können, aber wurde dann nochmal angeschossen. Also war gut gewesen. Der war diesmal abseits, ja. Da war Dori im Abseits. Julius, sag was! Am Schluss! Nee, Abdul jetzt nicht. Boah, Abdu war viel zu kleinlich. Weiter geht's, Julius, komm, weiter geht's. Ogun hatte doch am Dienstag Schmerzen, aber im Training hat er doch gemerkt, was? Leicht, ja. Aber macht's halt gut. Na, sah Koko nicht so gut aus, ne? Ja, er spielt sehr gut. Also er spielt heute und macht ein gutes Spiel. Wir überlegen halt nur, ob wir ihn rausnehmen oder nicht rausnehmen. Gut, Abdul, jetzt hast du ihn! Jetzt hast du ihn! Schneller! Gut, Abdul! Oh,
Mann! Warum hat Abdu kein Tempo gehabt eben? Weiß ich nicht. Also, er hat abgestoppt einmal noch, ne? Oder weil er nicht wusste, dass er dem einer ist oder so? Hat nächstes Mal mit Tempo zum Tor! Du bist langsam geworden, was ist los? Ja, stimmt, er hat hochgeguckt. Wenn er es mal nicht machen soll. War genau der falsche Moment gewesen. Gut, Dori, komm. Ogin kommt. Gut, da, komm! Innen? Wieso läuft der außen? Wenn du im Strafraum bist, nicht lange fackeln, schieß rauf, okay? Ja. Jetzt schon? Komm, reiß ab. Ja, mach ruhig. Schiri! Gut, Dennis. Ich dachte, der muss sagen, er macht gut gelaufen, Dennis! Auch wieder reagiert, ne? Statt antizipieren. Das ist halt das, was er in der Halbzeit gesagt hat. Der bringt sein ganzes Spiel dadurch kaputt, weil er erst wartet, bis der Pass gespielt wird. Guck mal hier. Gut, Abdul! Und drauf, Dennis! Jawohl! Gut nachgesetzt, Dennis! So haben die Trainer gut gewechselt, ne? Eingewechselt, 30 Sekunden auf dem Feld, zack, hat er ihn reingemacht. Also das möchte ich mal, ne? Gut. Und rauf! Gut, rauf! Sehr gut! Komm, Dennis, bleib dran! Komm, pressen! Sehr gut, ab dann! Oh, guck mal, wie weit die weg sind. Guck dir das mal an, ne? Ja, die sind jetzt offen. Jawoll! Schön ausgespielt, Jungs. Gutes Pressing. Gut gespielt. Hast du es gesagt? Oh, dann wäre es nicht gekommen. Also ohne deine Hilfe. Tor Dori und Vorlage Julius, ne? Für die Regie Hinweis von Cheab, sonst wäre es niemals so gekommen. Fahr doch nichts. Alles gut. Oh. Guck mal, ich glaube, der... Er hat gesagt, es ist kein Foul. Ja, aber der Schiri will trotzdem Foul geben. Was? Gegner hat gesagt, ist kein Foul. Er will trotzdem den konsequent. Oh, den los. Rechts Mittelfeld. Okay. Marv. Arbeitest du auch Marv. Ordentlich. Ja. Gut gespielt habt ihr. Ja. Dreht euch mal um, der will eure Nummern sehen. Und jetzt zum Schluss, ey, da habt ihr Räume gehabt, die wir hätten ausnutzen können noch mehr. Das war schon krass. Also wir haben viel Raum gehabt. Schiri, richtig Gas geben, ey. Komm. Ah. Dennis wirkt heute spritziger als in seinen letzten Einsätzen. Das war auch gut gewesen. Gut! Scherb, Kopf hoch! Ablegen! Oh nein! Micha! Gut! Komm, Scherb! Nee! Nein! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Scherb. Oh mein Gott, war gut, Scherb. Hast du gut reingemacht. Gut gelaufen, gut angesagt. Hast du gut gemacht. Gut gespielt, Jungs. Gut gespielt, Koro. Ist schwer, Timur. Da ist kein Druck hinter. Schwer, Dika. Kannst du gar nicht verwerten. War gut, Timur. Was hat Timur aus so einer Ecke? Also, da kann er mit dem Kopf gar nichts machen. Also das war zu lasch. Aber war ja auch kein anderer da. Den darf er ruhig. Oder Querling. Querling und wieder zu lange gezögert. Mhm. Das war wieder ein Tick. Der eine Übersteiger, den er sich dann noch einmal vorgelegt hatte, wo er über den Ball rüber ist, das war zu lang gewesen. Nicht abseits, wegen Abseits aufpassen. Abseits. Aber es war sowas von abseits. Egal, hat er nicht gesehen. Zweite Halbzeit geht gar nichts über links, ne? Wenig, ja. Nee, ich meine, Ogin war so auffällig in der ersten Halbzeit. Ja, ist aber immer, das Spiel über immer auf der Seite, wo die Trainer stehen. Immer. Erklär es mir, ich weiß es nicht, wieso. Ja, passiert, Timo, weiter geht's, komm, Scherb, passiert! Scherb, Achtung! Hast du mit eingerechnet? Stark! Da kann er Fußball spielen. Der war nicht gut gewesen. Da muss er mehr draus machen. Also das Erste, den Pass, den er rübergespielt hat, den hat er gut gemacht. Aber da, wo er eigentlich viel hätte draus machen können... Komm mal, Jungs, eure Zeit! Also wenn der Schiri keine andere Uhr hat. Micha! Kurz! Zu spät, ist okay. Stehen wieder alle? Machen wir immer. Ich verstehe es nicht, warum wir... Ah, da musst du ein bisschen mehr draus machen nächstes Mal, Scherb. Weiter geht's, komm.
Kannst du besser reinstecken. Ah, er muss es im Spiel einmal mindestens machen. Gut, Timur, stark! Klasse Pass, Timur! Hat er verzichtet zu schießen. Sehr geil. Hat er selber darauf verzichtet zu aber schießen. Hat er Glück. Stark gespielt, Timur! Dass Dennis da mitgemacht hat. Gut gespielt von Timur, hätte auch selber schießen können. Aber da er den davor den Schuss, glaube ich, nicht so gut gemacht hat, hat er sich gedacht, ich stecke ihn mal durch und kam genau zu Dennis an. Dennis hat aufgepasst, reingespitzelt, 7-0, läuft. Geil. Ogin, ja, gut. Ogin hat das so gemacht. Ja, einer der wenigen von denen, der den Ball so zurückgespielt hat. Ne? Gut, Aiko, stark vorgelegt, Ogin. Aber in den Rückraum gelegt. Zack, Gegner Schachmatt gesetzt. Einfach. So wie wir es immer sagen. Oh, gut gemacht. Sehr gut. Weiße Weste, 8-0. 8-0. Ja, unser Fazit, 8-0 gewonnen. Wie stand es zur Halbzeit? 3-0? Genau. Zweite Halbzeit 5 Tore geschossen. Hätten jetzt auch natürlich mal wieder ein paar mehr sein können, aber wir haben schöne Tore geschossen. Und zweite Halbzeit war deutlich besser, haben die Lücken besser genutzt, gut rausgespielt. Ich fand jetzt die Jungs schöne, also so wie du sagst, die Tore rausgespielt haben. So, war teilweise wie im Training haben sie es gemacht. Wenn sie noch ein bisschen geiler sind auf Tore schießen, dann hätten wir auch 10 schießen können. Aber war gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel gewesen. Ja. Da ist nicht aufgefallen, dass viele gefehlt haben, haben die Jungs heute ordentlich gemacht. Da haben wir letztes Mal gegen... Wir quatschen, ja. Julius kam auch noch. Zum Glück kam Julius noch rechtzeitig von Arbeit. Hat er gut gemacht. Hier Aykut ein Tor geschossen. Aykut Shea hat ein Tor gemacht. Dennis Shea zwei Tore gemacht. Die Einwechsel haben geknipst. Das ist der Bruder von Elias hier. Tor gemacht. Haben wir gut gemacht. Hinten standen wir sicher. Haben eigentlich wenig zugelassen. Wir haben eine ganz kurze Phase gehabt, wo wir mal ein, zwei Schüsse zugelassen haben. Aber ansonsten hat Michael hat hinten noch den Laden dicht gemacht. Genau. Marvin kam rein, hat sich überall reingeschmissen. Jonas auch. Haben sie super gemacht. Wobei ich sagen muss, dass Ogun heute wirklich ein sehr solides Spiel gemacht. Den fand ich fast, er ist ja nicht so mega auffällig als Abwehrspieler, aber ich fand ihn fast am besten. Ja. Mit Dennis. Sehr gut. Das ist unser Fazit zum Spiel. Vorletztes Ligaspiel und jetzt. Nächste Woche machen wir ein Freundschaftsspiel. Genau. Die Krebshilfe wird Geld gesammelt, kommt alle gerne vorbei. Wir spielen in Wilmersdorf gegen den Berlin-Ligisten. Unter Umständen kriegen wir einen auf den Sack. Unter Umständen kriegen wir die Hütte voll. Als Berlin-Ligist ist natürlich eine Nummer zu groß für uns. Also kann auch mal sein, dass wir vielleicht zweistellig kriegen. Wäre aber egal, weil es halt einfach mal ein netter Test ist. Und dann letztes Spiel gegen Sperber Neukölln in 2 Wochen. Heimspiel. Letztes Heimspiel. Kommt gerne vorbei. Da wäre es geil, wenn wir noch mal so richtig viele Zuschauer haben. Einfach noch mal als Abschluss, Saisonabschluss. Das wäre echt nice. Ja, nee, war ein gutes Spiel. Also wir wussten von vornherein, dass es eine Herausforderung sein wird. Wir haben, denke ich, am Anfang gut gegengehalten. Es war ein knappes Spiel. Wir haben unsere ein, zwei Chancen noch gehabt. Man hat aber gemerkt, dass die Leda, die eindeutig die erfahrene Mannschaft war, eingespielter. Und das hat sich dann auch durch einige Situationen in der ersten, aber besonders zum Ende hin in der zweiten Hälfte gezeigt. Und Glückwunsch an die Leda, haben sie gut gemacht. Ich denke, wir haben gut gegengehalten und können darauf aufbauen. Ja, ich weiß nicht. Spielerisch war es eigentlich, also gefühlt auf dem Platz hat es sich ja, besser eigentlich nicht so. Ich habe das Gefühl, wir haben besser gespielt, als das Ergebnis am Ende war. Aber schlussendlich steht da 9-0 da. Aber ich würde auch sagen, heute waren sie auch sehr effizient. Wir haben auch einige Chancen rausgespielt, waren leider nicht genutzt. Schlussendlich war das Ergebnis verdient, aber meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Wir haben uns gut geschlagen, bis zum Ende geackert. Ich bin zufrieden mit meiner Truppe. So, das war's mit den Highlights. Boah, was waren das für kranke Tore. Wir spielen in 2 Wochen, glaube ich, unser letztes Saisonspiel. Das ist auch das Spiel, was entscheiden wird, ob wir die Saison ohne Punktverlust absolvieren werden. Das letzte Spiel wäre natürlich sehr cool in der Debütsaison. Hatten wir nicht geplant, aber anscheinend wird so. Ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt... Nee, kann das nicht. Wenn es wieder heißt... Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Lass dich schmeißen und dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kasein auf und was bist du drehen. Mit dem Regen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.